Herzlich willkommen bei Ihr Crashten, wir testen. Moin Moin. Flori und Hassan Ali haben uns gefragt, ob wir den 4Cure Life Kaugummi Minze Tabak mit dem Hukane Base Tabak probieren können. Und hier sind wir auch schon. Wir rauchen den einmal im Steinkopf und einmal im Pfanne. Einfach gucken, ob da ein Unterschied ist, ob es besser schmeckt irgendwo oder was auch immer. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Geruch an. Und wenn man sich den Tabak schnappt, also das ist ja gemischt. Das sind 70 Gramm Base-Tabak, 130 Gramm Molasse, die wir da reingetan haben. Wir haben das Ganze reingekippt, umgerührt und es sind jetzt schon ein paar Tage vergangen. In jedem Fall, wenn man das so hat und daran riecht, ist das eine sehr krasse, diese Standard-Bubblegum-Note, würde ich sagen, die ihr überall kennt. Diese Kaugummi-Note, diese pinken Kaugummi-Streifen zum Beispiel von früher. Genau so riecht das, sehr intensiv und dazu ist eine Kühle bei, das ist diese Minze. Riecht daher sehr gut und angenehm und da geben wir volle 10 Punkte. Kommen wir zum Geschmack. Geschmacklich ist es eigentlich wie im Geruch. Diese süße Kaugumminote zieht sich halt übermäßig hervor. Da hast du so eine leichte Kühle, die geht so ein bisschen in den Hals. Und die Minze kommt auch noch sehr gut mit dabei. Also das ist so die ziemlich eine gute Mischung zwischen einem süßen Kaugummi und einem minzigen Kaugummi. Trifft sich sehr gut. Er hält das, was es verspricht. Geschmacklich wie im Geruch, also auch volle 10 Punkte. Kommen wir zur Feuchtigkeit und Schnitt. Ausgelegt ist der Tabak dazu, dass man das eben so mischt, diese 70 Gramm Grundtabak mit 130 Gramm Molasse. Geschnitten ist er, ich würde sagen, zwischen fein und mittel, also insgesamt relativ fein mit ein paar gröberen Stückchen. Das ist komplett in Ordnung, nur das ist zu viel Molasse für die Menge an Grundtabak. Egal wie sehr man das umrührt, das ist sehr, sehr feucht, was ein bisschen zu viel ist. Von daher geben wir da nur 8 von 10 Punkten. Man kann das natürlich selber, man kann sich selbst dazu entscheiden, wie viel Molasse man reintut. Da muss man aber noch die perfekte Mitte finden. Sind es 100 Gramm, vielleicht sogar nur 80? Vielleicht muss man auch 3 Tage 3 Dosen Grundtabak kaufen und 2 Flaschen Molasse, dann kommt man insgesamt auf 500-600 Gramm. Aber man hat wahrscheinlich dann so das perfekte Mischergebnis. Wer es für den Geldbeutel tun will, kann das gerne machen. Ja, und der letzte Punkt dieses Mal ist die Hitzeverträglichkeit. Und hierbei ist es so, dass der Empfangel auf 2 Kohlen super smooth läuft. Mit 3 Kohlen zum Anrauchen, halt wie überall. Aber auf 2 Kohlen läuft er am smoothsten, wenn man das so sagen kann. Die dritte Kohle muss man halt einfach irgendwann runternehmen, weil der Tabak dann zu intensiv wird und halt ein bisschen zu schnell verbrennt. Und im Steinkopf kann man sagen, dass da kann ja eigentlich nichts passieren, außer du haust die Kohlen komplett in die Mitte, pustest noch da drauf oder saugst mit dem Staubsauger den Schlauch an, dann verbrennt er dir vielleicht, aber so läuft der super smooth im Steinkopf, kann man nichts gegen sagen. Die Verpackung fällt halt weg, weil es ist ein Grundtabak, da steht nichts drauf, es ist halt wirklich nur ein Grundtabak und da kommt Molasse dazu, die man sich aussuchen kann. Und da steht halt auch nicht mit irgendwelchen Tricks oder Tipps, was da drauf sein könnte, sondern da steht wirklich Kaugummi-Minze drauf. Von daher lassen wir diesen Punkt weg. Insgesamt kommen wir auf 35 von 40 Punkten. Das sind runtergerechnet 8,75 Punkte, die wir auf 9 aufrunden. Insgesamt kann man sagen, das ist ein sehr guter Tabak für im Pfannen und im Steinkopf. Der schmeckt super lecker. Es ist natürlich die Frage, ob man sich die Mühe machen möchte, einen Tabak anzumischen, ein bisschen stehen zu lassen und eben noch die richtige Menge zu finden, weil diese 130 Gramm sind ein bisschen viel für die Menge an Tabak. Aber wenn man, ich weiß nicht, wenn man 100 Gramm Tabak nehmen, 100 Gramm Molasse nehmen würde, bleibt halt ein bisschen was an der Molasse übrig. Und wenn man dann einen Schrank voll mit angefangener Molasse hat, ist das auch schwierig. Kann man vielleicht auch anfangen, irgendwas zu mischen, aber davon wissen wir leider noch zu wenig, weil wir noch nicht so viel davon ausprobiert haben. Aber im Grunde genommen muss man sagen, das wird wahrscheinlich so die Zukunft vom Shisha-Rauchen sein, jetzt wo die ganzen neuen Gesetze kommen und sowas. Und man ab Anfang diesen Jahres, Mitte diesen Jahres nur noch 25 Gramm produzieren kann von den Herstellern, dann denke ich, dass das so die perfekte Lösung dazwischen sein wird. 25 Gramm Rohtabak und dann halt Molassefläschchen und dann kannst du dir das wahrscheinlich etwas günstiger einkaufen, als wenn du jetzt 8 25 Gramm Päckchen kaufst, damit du auf 200 Gramm kommst, ne? Der Hukane Base Tabak mit dem 4Cure Life Molasse sind aktuell sehr begehrt, sage ich mal. Von daher, wenn ihr gerne noch andere 4Cure Life sehen möchtet, schreibt uns gerne welchen. Wir haben noch Traube Minze da, haben den noch nicht probiert, würden aber auch einen anderen kaufen, wenn ihr den gerne sehen möchtet.
Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.